Woche 6 in der Swisscom Hero League, die zweitletzte Woche. Leider gerade schnell eine schlechte Nachricht. Elo d'Espoir gegen Crystal Gaming hat leider nicht stattgefunden. Crystal ist verhindert gewesen. So bekommen Elo 3 Punkte gutgeschrieben, die sie sicher können brauchen im Kampf um einen Playoff-Spot. Also gestartet hat er oben gerade mit dem Match of the Week, Spitzenduell PostFinance Helix gegen Silent Gaming. Wer kann sich den Top-Spot in der Gruppenphase sichern? Das wird jetzt entschieden. Und das Spiel verspricht gerade vieles von Anfang an. Silent schnappt sich der gegnerische Blue. Helix merkt es und es kommt zu einem ersten Skirmish. First Blood PostFinance Helix. Auf der roten Seite zeigt man sich stabil, holt dann auch den ersten Dragon. Trotzdem bleibt auch Silent fokussiert. Knapp 10 Minuten geben sie keinen weiteren Kill ab. Bis... Und da kommt Heroes Entrance. Man bekommt niemand zurück. Man versucht noch weiter zu gehen. Der Kasoke ist hier noch gecatcht. Der Polo versucht jetzt da weiter zu gehen. Und der Polo versucht so viel DPS wie möglich rauszuhauen. Der Vengo bekommt jetzt hier noch der Seraphia. Man versucht noch weiter zu gehen. Schön hat da der Vengo nochmal einen Kill bekommen. Helix holt sich dann auch noch den zweiten Mountain Drake und es sieht nicht mehr so rosig aus für Silent Gaming. Aber Silent ist noch nicht geschlagen. Da kommt der Void Rush auf den Polo. Der Polo wird hier abgeholt. Aber gleichzeitig wird der Wild Yoshi vom Koala noch abgeholt. Und da kommt jetzt... Ace in the hole. Was Helix in den letzten paar Wochen bewiesen hat, sie sind sehr effizient geworden, wenn es um Objectives geht. Darum Rift Herald schnappen, ab durch die Mitte und dann noch den nächsten Drake. Mit dem Baron Spawn verschiebt sich der Fokus vom Spiel dann auch gerade dort an. Ein Teamfight oder mehr ein Überfall. Und noch Heroes Entrance, aber der Greenfire geht fast down, wird doch noch abgeholt, ganz knapp. Aber PostFinance pusht da weiter, der Vengo will hier mehr holen, kann jetzt hier noch das Egg rausholen. Mit dem Baron Buff wird pusht, der vierte Dragon geholt und der Vorsprung auf 8000 Gold ausgebaut. PostFinance Helix bräuchte nochmal einen Baron, um das fertig zu machen. Ein paar Minuten später bekommen sie dann die Chance. Mit den Mountain Drakes geht das auch recht schnell. Man entscheidet sich für einen Push durch die Botlane. Frontline von Silent muss dran glauben. Der Inhibitor auch. Und der dritte Inhibitor fällt ebenfalls. Der Nexus von Silent jetzt also ziemlich unter Druck. Und dann das Finale. Das weiss ich auf Sendung, also ich habe ja schon Super Minions. Da kommt der Flash-Tom vom Koala. Er geht aber down. Der Vengo macht einen Shurima-Shuffle. Der Legally ist jetzt in seinem Egg drin. Der Greenfire bekommt extrem viel Schaden vom Tower. Aber das reicht nicht, um da noch etwas zu machen. PostFinance Helix hat immer noch 4 Leute, während dem Silent Gaming geist wurde ist. Und das wird ganz sicher der Sieg für PostFinance Helix. Der Polo da sogar noch mit dem Swag Stopwatch. So, Argon's Gang und Elvex. Sie beide brauchen wieder mal einen Sieg. Sie sitzen jeweils auf 6 Punkte rum. Und wer gewinnt? Schauen wir rein. Erst nach 5 Minuten gibt es erstmal Action im Spiel und dann richtig. Ohne Panzer in die ordentliche Rücke rein. Und jetzt ist es 3 gegen 3 auf der Botlane. Der Lemilk muss rausflashen. Der Sendner am Fixen ist aber ultra low und wird abgeholt. Jetzt ist der Punchy allein da zwischen den zwei, aber kann sich da der Kill holen. Die Gang hat auf der Botlane immer noch nicht genug. Matrox, der TP vom Quadralift kommt raus. Der Punchy. Aber wunderschöner Condemn wieder mal vom Punchy. Der Atrox wird jetzt hier gestunt und kommt hier in seine Melee-Form. Hat aber noch seine Bear Trap rausgebracht. Uff. Der Wayne will man glaube ich nicht mehr über den Weg laufen. Nach 7 Minuten schon 4 Kills auf dem Konto. Ja, das wird gefährlich. Dazu kommt der Infernal Drake, was sich die Gang kurz darauf haben auch gerade holt. Argon's Gang wird immer stärker. Nochmal ein Infernal Drake. Aber Elvetz hat einfach nicht genug und probiert es nochmal. Es geht wieder hinten raus. Sie müssen dann sogar noch den ersten Turret aufgeben. Sie kommen nicht auf den grünen Zweig. Und der Punchy wird auf den Wayne richtig spooky. Ist das zu deep gewesen? Er überlebt es ganz knapp und der Punchy, der ist on a Rampage. Hat nochmal einen Double Kill. Mit dem Rift Herald bricht die Gang auf der Botlane noch weiter durch, holt den Tier 2 und den Inhibitor Tower. Und endlich schafft es Elvetz. Wayne geht um. Sehr weit vorne, der Sendner Pixel kann nicht taunten und das wird ein schön saftiger Shutdown. Die Bordside von Elvetz ist offen, jetzt muss auch die Mitte dran glauben. Argon's Gang will sich nochmal einen Drake holen, der wird ihnen jedoch nicht geschenkt. Aber jetzt sehen wir da,
Da wird der Over schon wieder abgeholt. Der Vis-a-vis versucht jetzt mit einem Flank. Oh. Kann hier sogar der Punchy abholen. Und wenn der Punchy tot ist, dann fehlt denen sehr viel Gold. Da kann der Trooper nochmal einen Kill holen. Und der Vis-a-vis, der will noch weiter. Der Fix rollt hinten rein. Und der Zero, der hat jetzt nicht mehr viel Leben. Versucht noch so viel Schaden wie möglich rauszuholen. Nein, der geht dann sogar ans gegnerische Team. Um jetzt wieder vorwärts machen können, Wildgang der Baron. Da ziemlich schnell abgeholt. Der Aatrox hat aber da den Punchy gefunden, aber der kann jetzt mit seiner QSS wegkommen. Und da kann er überleben, kann da wahrscheinlich den Over noch abholen. Mit dem holt man dann endlich auch die Inhibitors und... mit dem Ginsu's Rage. Und da holt man jetzt für einen Endgall. Da geht Dagon's Gang full ham rein. Der Punchy bekommt da schon den ersten Kill. Bekommt er da noch etwas anderes? Elvet kann da sehr gut disengagen. Der Punchy bekommt da jetzt mal den ersten Nexus Tower. Oh, und da bekommt er den Lucian. Der Aatrox tut da ein bisschen mit seinen Passive spielen. Und das ist das Game für Agon's Gang. Wir kommen zum letzten Spiel vom Oben: Lausanne gegen Fragbox La Cité. Lausanne kämpft mit um einen Platz in den Playoffs, Fragbox gegen den Abstieg. Für beide ein Sieg also wichtig. Los geht's! Das First Blood passiert nicht auf einer Lane oder in einem Skirmish, sondern schnell, effizient im Jungle von Lausanne. Clean! Der Kha'Zix bleibt gerade dabei, im Hecarim's Leben schwer machen. Und auch auf der Botlane sorgt er für Unruhe. Man versucht jetzt da Botlane etwas zu machen, der Imo kommt rein, Cosmic Radiance kommt nicht genug schnell durch, der Sefi wird hier gecatcht. Mit dieser Pressure kann Fragbox dann auch bald Bot durchdrücken und gerade zwei Turrets holen. Lausanne versucht es währenddessen auf der Midlane mit dem Rift Herald, das reicht aber nicht ganz. Plötzlich finden sich alle auf der Midlane ein und es kommt zur Auseinandersetzung. Aber da kommt der Final Spark, jetzt kommt der Heal Squad und jetzt kommt da noch von hinten der Blitz rein. Der Hitokura versucht noch rauszukommen, kann da noch schön rausflashen. Das ist eben die Midgame-Stärke von diesem Heal Squad. Da bekommt man sogar noch einen zweiten Catch. Ja, jetzt liegt eben auch der Turret. Weiter geht's vom Dragon. Fragbox will sich dort den dritten Infernal schnappen. Zwei Kills gibt's oben drauf, Lausanne holt sich dann doch auch noch einen. Fragbox macht Druck in der Mitte. Der Hecarim völlig out of position, muss daran glauben, sein Team nie. Der Turm weg. Für das gönnt man sich auf Seite Fragbox natürlich den Baron. Und der Garen snackt sich auch gerade noch ein Karma. Für Fragbox sieht das sehr stabil aus. 8000 Gold Vorsprung, Baron Buff und offene Lanes zum Durchpushen. Aber das Positioning. Kann da noch mit seinem Blade of Exile da abholen. Cosmic Radiance kommt jetzt, trifft alle fünf. Und das macht sehr grossen Einfluss. Hitokura wird abgeholt, Sliti wird auch noch abgeholt. Lausanne an der Mid-Tier 2. Gibt Fragbox jetzt hier gerade Spiel aus der Hand? Fragbox hat vorher noch den ersten Inhibitor geholt, der hilft ihnen jetzt. Plus eine zweite Runde Baron Buff. Mit dem Buff können sie nicht viel machen, aber kurz zuvor befällt der zweite Inhibitor und der respawnt die auf der Bot auch gerade wieder. Und mit dem dritten, den man kurz davor abgerissen hat, ist es jetzt sehr viel Minion-Action für Lausanne. Mit den Super-Minions, einem Vorsprung und den 5 Dragons auf dem Konto kann den Fragbox auch schnell fertig machen, ohne dass Lausanne viel Gegenwehr zeigen kann. Fragbox schafft den Upset und holt sich jetzt in der zweitletzten Woche noch den ersten Sieg. Leid ist auch nicht mal zur Hälfte. Wunderschön vom Arno in Backline. Hat jetzt Topwatch braucht, der Slite ist down, der Tank ist endlich weg, aber der Sefi wird one-shotted. Wunderschöner Final Spark, der Arno ist jetzt auch out of position, wird abgeholt. Der Emote versucht nochmal wieder reinzukommen und das ist jetzt nur noch der Unleash gegen vier Leute. Das ist der Upset. Das war's gewesen von der 6. Woche in der Swisscom Hero League. Nächste Woche, die letzte Woche also, bevor es dann am 11. Mai zum Offline-Final übergeht. Danke fürs Reinschauen und bis nächsten Dienstag ab der 7.